It's the final few seconds before the lights go out, and the race to the podium begins. You know this battle will be won off the track as well as on it. You've studied your tactics, anticipated every move like a grandmaster. You've researched and analyzed, modified and fine-tuned to perfection. You have honed your instincts to give you an edge over your rivals. Your drivers, focused. Your team, ready. The championship in the balance. First past the checkered flag, the goal. Epic victory or ultimate failure. There is only a heartbeat between them. Motorsport Manager, take control. Hallo und herzlich willkommen, liebe Möchtegern Ross Browns, zweidimensionale Denker und Trump-Fans zu einer neuen Ausgabe von Let's Playsive Motorsport Manager. Ja, ihr habt richtig gehört, Motorsport Manager gab es lang nicht mehr. Vor allen Dingen die Manager, die es in letzter Zeit gab, die waren ja schon fast auf Browserspiel-Niveau. Es gibt generell wenig Manager. Die letzte große Manager-Reihe war ja der FIFA-Manager. Es gibt jetzt aber neue, auch Fußball-Manager. Und dieser Manager ist ebenfalls von Sega. Ich weiß auch nicht, warum Sega so viel Manager-Spiele jetzt vertreibt. Ich glaube auch, das Fußballspiel ist von Fußballmanager, was derzeit raus ist, ist von Sega. Ich weiß nicht, wie es heißt. PlaySport Games ist der Entwickler, Sega Publisher so gesehen. Und ja, das letzte Mal, dass ich ein Sega-Spiel gespielt habe, das war, glaube ich, irgendwie Sonic auf der Mega Drive oder so. Und was gab es denn noch? Outrun? War das auch von Sega? Ich glaube schon. Ah, so lang ist es schon her. Ja, und das erinnert mich daran, Outrun, da war ich noch ziemlich klein. Da habe ich ziemlich lang gespielt, dass meine Vagina Synovialis entzündet war. Und damit sind wir beim Thema, liebe Leute mit Vagina Synovialis oder Vagina Tendinis. Jetzt hat er Vagina gesagt, ne? Ja, herzlich willkommen erstmal bei dieser Let's Playsive-Ausgabe mit sinkendem Niveau. Nein, natürlich nicht. Also ich hoffe, dass ihr Latein hattet und vielleicht ein bisschen was von Medizin versteht. Die letzten zwei Wochen war ich ja ziemlich krank, hatte Männergrippe. Und jetzt habe ich Vagina Synovialis, eine Sehnscheidenentzündung. Und mein Arzt meinte, ich habe einen Mausarm. Und das letzte Mal, dass ich so eine extreme Entzündung hatte, das ist mir tatsächlich als Kind bei Outrun passiert. So lange gespielt, damals am PC, dass ich meinen Arm gar nicht mehr richtig bewegen konnte. Ist ja als Kind furchtbar. So, jetzt habe ich aber so viel in letzter Zeit gearbeitet, 12 bis 14 Stunden, nicht gezockt, sondern gearbeitet, dass ich leider eingeschränkt bin. Soll uns nicht stören heute Abend, wenn ich ein bisschen rumjammer, wisst ihr Bescheid. Also, Motorsportmanager, der letzte große Motorsportmanager, der mir so viel Spaß gemacht hat, und das kann ich gleich vorwegnehmen, war Grand Prix Manager 2 aus dem Jahre 1996 von Microprose. Hatte nicht wirklich was mit der Grand Prix 2-Reihe zu tun, die ja von Jeff Gremmon, vom Simracing-Guru, schlechthin entwickelt wurde. Aber letztendlich auch von Microprose mit der Originallizenz. Womit wir gleich beim Thema wären, eine Originallizenz gibt es hier nicht. Was könnt ihr erwarten hier in dieser ersten Folge? Und ich sage euch, warum auch die fehlende Lizenz nicht ganz so schlimm ist. Was könnt ihr erwarten hier in der ersten Folge? Ein Einzelrennen. Wir gehen einmal kurz das Spiel durch, also was es uns hier bietet vom Menü. Und dann werden wir ins erste Rennen gehen, bevor wir eine Herausforderung starten. Wir können anfangen mit einer neuen Karriere. Wir haben drei Meisterschaften. Die Karriere mit Einführung brauchen wir nicht wirklich. Wir haben drei Meisterschaften, die uns zur Verfügung stehen. Eine Euro, eine, ich weiß nicht, werden wir gleich sehen. Und eine höhere noch. Wir können hier die Sessionlänge einstellen, die Währung und so weiter und so fort. Und dann ein Team wählen, in das wir einsteigen. Je besser das Team ist, umso höher auch die Erwartungen an einen, dass man das auch relativ gut managt. Wir haben natürlich auch mehr Gelder, die zur Verfügung stehen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Herausforderung werden wir nachher uns anschauen und anfangen. Ganz nach dem Motto Make Our Team Great Again werden wir ganz unten anfangen und uns alles aufbauen. Aber was wir jetzt erstmal gleich anschauen werden, ist das Einzelrennen für diese Folge. Wir gehen jetzt aber eben auf die Einstellung. Viel kann man hier nicht machen. Oh, meine Tasse berührt hier. Kaffeetasse. Wir können, ja, Voreinstellung Benutzer definiert, Vollbild,
grafikvolle Pulle. Es ist ein Manager-Spiel, es sieht aber relativ gut aus. Wir schauen von oben. Es ist aber doch relativ dreidimensional, also nicht ganz so schlimm, wie man es kennt, und auch nicht irgendwelche vorgefertigten Render-Szenen. Ja, hier können wir halt alles einstellen, nichts Besonderes. Spieleinstellungen, die ja, Karriere-Sessionlänge hatten wir ja schon, Audioeinstellungen, Steuerung, und dann war es das auch schon. Wir gehen ins Einzelrennen, um jetzt nicht zu viel Blabla im Vorfeld zu haben. Und da können wir jetzt uns eine Strecke aussuchen. Und ihr seht schon, es sind nicht wirklich alle Strecken original, beziehungsweise gar keine. Dubai haben wir immerhin dabei als Namen. Aber in Deutschland haben wir zum Beispiel München. München hat keine Rennstrecke. Diese Rennstrecke könnte vielleicht an den Hockenheimring oder auch an den Nürburgring erinnern. Wir können einstellen, ob wir das gesamte Rennwochenende spielen wollen. Also sprich Practice, Qualifying und Rennen oder nur Rennen, wie lang das Rennen gehen soll und ob dynamisches Wetter oder trocken. Übrigens sagt die Rennlänge nichts aus zur Practice Session und auch zum Qualifying. Das bleibt gleich. Die Runden aber im Rennen kann man hier zumindest einstellen. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit in den Practice Sessions gewünscht, um das Auto abzustimmen. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Kitzel, damit es nicht zu langweilig wird. Man hat wenig Zeit, um es einzustellen. Ich fand Mailand eigentlich für den Anfang ganz gut. Wir sehen natürlich auch hier Phoenix. Das ist ein Oval, was normalerweise gar nicht vorkommt. Schwarzes Meer. Das ist die Strecke in Russland um den Olympischen Park darum. Vancouver. Klar, das ist Montreal, Sydney, Australien. So ein bisschen ähneln die Strecken schon ihren Originalen, aber wirklich nur ein bisschen. Das hier ist Jerez in Portugal, Tondela nennt sich das Ganze, Dubai. Ardennen, klar, Spa, Francorchamps. Ihr seht schon, es kommt nicht wirklich hin von der Streckenführung, aber so ein paar Sachen sind angelehnt. Wenn wir mal schauen, hier geht es über Start-Ziel, dann durch die Eau Rouge, dann auf die lange gerade Richtung Normandy. Und ja, wir sehen auch die Camel Straight, so heißt sie, Richtung Normandy. Und wir sehen auch, dass die Schikane genau andersrum dann ist. Egal. Singapur, Doha. Schöne Sachen dabei. Suzuka natürlich. Yokohama steht hier. Ähnelt, also das sieht ja schon fast aus wie Suzuka, muss man wirklich sagen. Das kommt ja wirklich schon fast hin. Wir fahren trotzdem Monza oder sowas ähnliches. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also, wir starten das Rennen und können jetzt hier eben diese Meisterschaften aussuchen. European bedeutet quasi, wird auf europäischen Strecken ausgetragen und ja, wir haben hier halt nicht so viele Preisgelder, so hohe Preisgelder, nicht so viel TV-Publikum. Ein Rennen, 10 Teams haben wir natürlich sonst hier auch, überall nur ein Rennen. Ich komme auch gleich dazu, was sich hier tatsächlich unterscheidet in den einzelnen Rennserien. Wir sehen hier die Fahrzeugspezifikationen, wirklich unterschiedlich auch von, hier fahren wir mit V6, hier mit 2,4 Liter V8 und hier mit V10. Ja, da träumen wir eigentlich von in der realen Formel 1. Aber es hat, wie gesagt, gar nicht so viel mit der Formel 1 zu tun. Vergesst es einfach. Wir haben hier zum Beispiel die Regeln. Kurze Trainings dauern 12 Minuten, 16 Runden sind die Rennen, Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, das Boxenpersonal, Leistungsboni und so weiter und so fort. Alltagsreifen, Brutusreifen. Ihr seht, das ist schon irgendwie interessant. Verbot von Fahrerhilfen, einheitliche Heckflügel, einheitlich zum Beispiel umgekehrte Startfelder in der Fahrermeisterschaft. Das heißt, es findet kein Quali statt. Startpositionen werden durch Umkehrung der Fahrermeisterschaftsränge festgelegt und so weiter und so fort. Und das kann zum Beispiel in der Karriere, gibt es immer wieder Abstimmungen, wie zum Beispiel das Reglement für die nächste Saison aussehen sollen. Das finde ich echt eine coole Geschichte. Das zieht sich halt egal durch die Serien durch. Und hier haben wir halt höhere Preisgelder, mehr TV-Publikum. Hier natürlich jetzt auch nur ein Rennen, 10 Teams. Vielleicht gibt es auch sogar Doppelrennen. Wer weiß, warum das da so steht. Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für die höchste Klasse, um das erste Rennen einfach mal auch zu zeigen. Ja, da geht's los und jetzt können wir uns das Team aussuchen, das Ganze natürlich auch wie in der Karriere. Und wir sehen es zum Beispiel hier, dieses Team aus dem Vereinigten Königreich. Der Druck ist niedrig,
erwartetes Ergebnis gerade mal 10. Wobei, naja gut, das muss man erstmal werden. Wir sehen aber auch, dass das Auto nicht wirklich zum Besten im Feld gehört. Genauso wie das, die Fahrer. Aber die Mitarbeiter, die Leistung und die Motivation sind relativ hoch. Und ja, finanziell sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Hier zum Beispiel 9. Und alles in allem, ja, ist dieses Schweizer Team, was irgendwie nicht wirklich was mit sauber zu tun hat. Aber ganz gut für den Einstieg. Wir gehen mal durch. Das könnte zum Beispiel hier jetzt das Toro Rosso Team sein. So sieht es ein bisschen aus. Windsor zum Beispiel erinnert an, wie der Name ja auch schon sagt, Williams, Panther. Keine Ahnung, wer Panther sein soll. Scuderia Rossini. Ja. Einmal dürft ihr raten, welches Team damit gemeint ist. Und Steinmeier Motorsport, auch ganz klar Anlehnung an Mercedes AMG. Ja, wir nehmen Italien. Wir nehmen Scuderia Rossini. Der Druck ist auch ziemlich hoch, aber wir müssen nur Zweiter werden. Also, wir nehmen das Team. Und dann geht's rein hier in das Qualifying. Und dann haben wir noch sehr viel zu erklären. Denn, ja, wie gesagt, Motorsportmanager, sehr viel zu managen. Und das ist ja gerade mal nur der Rennpart. Wir haben ja noch nachher unsere Fabrik und so weiter und so fort. Also es ist sehr cool, sehr komplex, Fahrermanagement. Natürlich, man muss Fahrer verpflichten, Teammitglieder verpflichten. Es ist sehr tiefgehend, dieses Strategiespiel. Und das gefällt mir einfach unheimlich gut. So, Dieter Wechsler sieht aus wie Vettel, nur in alt. Nilo Saarinen, ja, Kimi Räikkönen und Carla Espinosa ist der Ersatzfahrer. Sogar gibt sogar mehr Feedback. Wir könnten jetzt im Training sogar den Ersatzfahrer auf die Strecke schicken, weil er uns einfach mehr Feedback gibt. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Kimi muss in die Röhre schauen. Das ist natürlich sehr wichtig. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel die aktuellen Positionen. Es hat natürlich noch nicht angefangen. Wir sehen hier aktives Wissen, aktuelle Stufe, nächste Stufe. Wenn ich jetzt mit weichen Reifen oder mittleren Reifen rausfahre oder mit harten Reifen, dann erhöht sich das und wir kriegen einfach mehr Feedback und wir können nachher im Rennen dann zum Beispiel Specials aktivieren, wie eben plus 5% an Leistung im Rennen mit weichen Reifen zum Beispiel. Die Wettervorhersage sieht ganz gut aus, das geht auch relativ schnell, da muss man immer wieder einen Blick drauf werfen. Wasser auf der Strecke haben wir nicht. Es kann natürlich Regen aufziehen, dann sehen wir, ob Wasser steht oder nicht. Und auch die Bodenhaftung wird natürlich immer besser mit der fortschreitenden Zeit, je mehr Grip halt aufgebaut wird oder je mehr Gummi auf der Strecke liegt. Ja, und wenn es natürlich regnet, dann fällt dieser Wert und baut sich erst nachher wieder auf. Das ist sehr cool, das ist sehr dynamisch, das Wetter und die Strecke. Naja, zumindest relativ, na so, rudimentär. Aber es ist vorhanden und man muss es berücksichtigen und das ist sehr cool. Ja, jetzt kommen wir natürlich hier zur Fahrzeugkonfiguration und wir sehen hier den aktuellen Wert und Mechanikerempfehlung. Je mehr wir fahren, umso geringer wird dieser grüne Balken, sprich die Range, die Reichweite, wo wir das Fahrzeug abstimmen und der Fahrer dann glücklich ist. Hier sehen wir schon, dass wir außerhalb dieses grünen Bereichs sind bei Fahrverhalten. Heißt, wir müssen vielleicht hier was an der Aufhängung ändern. Höchstgeschwindigkeit ist natürlich auch sehr wichtig. Und naja, auf dieser Strecke ist natürlich der Abtrieb jetzt nicht ganz so wichtig. Deswegen gehen wir einfach mal prinzipiell runter. Es kann natürlich sein, dass das schon zu viel ist. Aber das wird uns der Fahrer nachher dann mitteilen. Wir haben die Auswahl natürlich weich, mittel und hart. Und wir fahren einfach mal mit den harten Reifen los. Oder? Na komm, wir nehmen die mittleren. Vielleicht fahren wir im Rennen auch einfach nur mittel und die soften Reifen. Ja, wir bestätigen das. Wir sehen, dass wir auch 20 Minuten in dieser Session haben, Zeit haben. Hier sieht es schon ganz gut aus von den Einstellungen und ich würde sagen, wir lassen das einfach so und schicken ihn mit den soften Reifen raus, unseren Testfahrer, und hoffen jetzt einfach mal, dass wir möglichst viel Feedback kriegen. Wir könnten sofort Ergebnisse machen, aber wir wollen uns das Training natürlich anschauen. So, wir schicken sie los. Ja, jetzt könnten wir hier nochmal auswählen.
könnten hier in den Stints auch nochmal sagen, fahr Qualifying Trim, fahr Renntrim. Das bedeutet nichts anderes, oder hier die Rundenzahl noch, das bedeutet nichts anderes, als dass wir damit für das Qualifying nochmal Erfahrung sammeln oder für das Rennen. Wir entscheiden uns jetzt für Qualifying Trim 2 Runden. Danach können wir vielleicht immer noch auf Rennen wechseln. Super Soft oder, naja, nicht Super Soft, Soft fahren wir. Und hier sehen wir dann nachher auch das Feedback. Und auch die vorherigen Stints werden wir nachher sehen. Also, wir schicken ihn einfach mal los. Und auch ihn hier schicken wir los und sagen, du fährst jetzt auch nochmal 2 Runden Qualifying Trim. Und los geht's. Hier können wir jetzt noch unten die Zeit beschleunigen in dem Fenster. Wir sehen die Zeit. Wir sehen grüne Flagge. Es gibt auch Safety Car. Es gibt gelbe Flagge, Safety Car, alles Mögliche. Und wir sehen oben, das Wissen steigt schon nach wenigen Metern. Wir sehen hier unten die Fahrer jeweils vor und hinter uns. Bei den jeweiligen Fahrern, also links und rechts, einmal Wechsler und Espinosa. Wir sehen, dass wir auf der Outlap sind und wir sehen auch, dass wir noch 97% Reifen haben. Also wie gut er halt noch ist, dieser Wert wird natürlich fallen. Wir sehen auch darunter die, ja, quasi den Verschleiß und der ist ungefähr bei Mittelmaß. Wir könnten über die Strategie jetzt sagen, noch aggressiv oder dem Motor dann auch noch ein bisschen mehr PS geben, aber das würde quasi unseren Kraftstoffverbrauch erhöhen. So, die Fahrer sind schon relativ happy, sieht man. Sie gehen jetzt gleich auf die erste fliegende Runde. Wir bleiben bei Wechsler drauf. Und wir sehen auch, dass Wechsler schon eine absolut schnellste Rundenzeit in Sektor 1 gesetzt hat. Was heißt Rundenzeit? Sektorenzeit in Sektor 1, nämlich hier dieses lilane, und das ist schon jetzt leider unterboten worden, aber er ist immer noch persönlich Beste, klar, ist ja auch seine erste Runde. Wir lassen ihn einfach mal fahren und wir sehen, dass das Konfigurationswissen bei ihm ein bisschen schneller steigt. Er gibt schneller Feedback als Espinosa, das ist ziemlich wichtig, weil wir halt nicht viel Zeit haben. Und wenn man einen Fahrer hat, der sehr viel Wissen oder sehr viel Feedback innerhalb von kurzer Zeit geben kann, ist es umso besser. Wir sehen hier die Sektorenzeit und auch die Zeit zur vorhergesetzten Runde. Wir lassen ihn jetzt einfach nochmal eine Runde fahren und danach holen wir den Wechsler in die Box. Die Bodenhaftung steigt auch. Espinosa ist schon relativ zufrieden. Na, wir sehen es, das ist hier quasi die Parabolika. Und wir sind aber schon, also die Start-Ziel-Linie ist ganz woanders. Gehen jetzt mal auf, ah, er kann noch nicht. Also wir können ihn noch nicht hereinholen, weil er noch auf der schnellen Runde ist. Oder beziehungsweise Qualifying drin. Nee, Quatsch, er ist schon auf der Inlap. Er kommt ja rein, er hat keinen Sprit mehr. Espinosa ebenfalls kommt rein, jetzt ist in der Inlap. Er beschwert sich, dass die Lenkung schwammig ist. So, jetzt kommen sie in die Box rein. Wir haben noch 14 Minuten. Also es sind natürlich hier Sekunden. Naja, eine Sekunde ist schneller als eine Sekunde. Und wir sehen, dass der Abtrieb, oh, der ist ja ganz unzufrieden mit dem Abtrieb. Vielleicht haben wir einfach schon zu sehr übertrieben. Wir sehen, dass das Fenster immer schmaler wird. Wir sehen auch, dass die optimale Balance immerhin bei 75% liegt. Aber wir werden ihnen wesentlich mehr Abtrieb zur Verfügung geben. Ungefähr 15,5 und 25. Das Fahrverhalten ist er ganz happy mit. Die Höchstgeschwindigkeit bzw. die Beschleunigung ist jetzt natürlich ein bisschen gefallen. Ich werde mal schauen, ob ich es ansatzweise wieder angleiche. Großartig ist noch nicht überragend oder ganz toll. Es geht noch eine Stufe besser, aber wir schauen jetzt erstmal. Wir haben den Abtrieb ja hier verändert und wir werden jetzt auch nochmal 4 Runden im Renntrim fahren lassen, um da ein bisschen Informationen zu sammeln, und setzen auf Weich. Schicken ihn dann los. Jetzt dauert es ein bisschen, bis diese Konfiguration quasi gesetzt wird. Und das gleiche jetzt bei Espinosa.
werden wir ebenfalls, ihr seht es jetzt, das wird immer schmaler, dieser Bereich. Das Fahrverhalten soll besser werden. Wir können es hier noch minimal tunen. Reifendruck und Radsturz ändern nicht so viel, aber wir können es da nochmal ein bisschen fein tunen. Es ist okay, es ist aber nicht gut. Die Frage ist jetzt hier, geht es eher nach links oder nach rechts, eher Richtung Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit. Und auch hier der Abtrieb ist ja nicht zufrieden mit. Frage ist, ist es eher weniger oder eher mehr, was er will. Und wir werden es einfach mal ein bisschen schlechter machen. Und dann werden wir mal sehen, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Aber ich glaube eher, wir gehen eher in die Richtung. Nee, da sind wir schon. Na, schauen wir mal. Wir bleiben einfach mal. Bleiben einfach mal so. Das passt schon irgendwie. Schwer zu sagen halt. Das ist natürlich die Krux hier in dem Spiel. Es genau richtig abzuschätzen. Aber wir können immer wieder die nächste oder die letzte Konfiguration benutzen. Wir sehen auch, wie dort die optimale Balance war und die Durchschnittszeit. Und können dementsprechend dann auch sagen, haben wir uns verbessert oder haben wir uns nicht verbessert. Wir lassen ihn jetzt auch nochmal im Renntrim fahren. Auf dem mittleren Reifen sind wir natürlich nicht ganz so schnell, aber wir kriegen trotzdem Feedback vom Fahrer. Und wir bleiben natürlich auf Wetzler drauf, er ist ja hier unser bester Mann im Team. Zeit drängt. So gut sind wir nicht mehr von den Rundenzeiten. Aber noch haben wir ja nicht das Quali. Und wir sammeln ja auch nochmal im Quali Erfahrung. Okay, er ist ja mit dem Abtrieb schon mal happy. Aber noch nicht wirklich schnell. Dennoch steigt das Konfigurationswissen. Auch Espinosa ist zufrieden. Das Fahrverhalten ist perfekt. Ich habe es natürlich jetzt erstmal ein bisschen beschleunigt. Wir können immer die Blickrichtung ändern. Wir können es auch jederzeit pausieren oder fortsetzen. Und unsere Entscheidungen wirken sich schon aus. Okay. Also die Aerodynamik scheint perfekt zu sein. Wir können jetzt den Fahrstil ändern oder den Motor-Modi. Wir lassen es aber, wie gesagt, das ist ja erstmal das Training. Und wir können jetzt rumexperimentieren, aber außer Reifen und Sprit schaffen wir damit nichts anderes. Und das bringt dann auch nichts. Trotzdem sind wir eine Sekunde langsamer. Klar, wir fahren ja auch nur die soften Reifen, aber trotzdem ist erstmal wichtig, hier eine gute Konfiguration zu bekommen. Unser Renntrim ist bei Stufe 2, das ist schon mal sehr toll. Das geht natürlich richtig gut. Das geht natürlich sehr gut zu zweit. Umso schneller steigt der Renntrim oder das Wissen. Er ist auch ziemlich happy. Ja, die Fahrer wissen natürlich genau, was sie wollen und geben sehr viel Feedback. Gerade wenn man die Karriere anfängt, ist das natürlich noch nicht so und die Autos sind natürlich auch nicht so gut. 49%, das heißt, jetzt gehen wir auch am besten in die Box. Er ist ja schon in der Inlap. Sprit ist auch nicht mehr viel da. Wir haben auch immer eine schöne Erklärung, was für was steht. Wir sehen auch hier Feedback affin. Jeder Fahrer hat natürlich Eigenschaften und blitzschnelle Reaktion. Er hat keine aktiven Boni, unser Espinosa. Aber die Bodenhaftung wird immer besser. Und demnach wahrscheinlich auch die Zeiten. Espinosa ist nicht wirklich schnell. Mal schauen, ob wir da jetzt auch nochmal irgendwas ändern können. Schicken ihn hier los und
hoffe natürlich, dass diese Range jetzt noch enger wird. Ja, wird sie. Aber bis jetzt ist eigentlich alles großartig. Wir sehen aber, dass er lieber Richtung Beschleunigung gehen will, weil der grüne Balken eher in den linken Bereich tendiert. Das heißt, es ist gut, aber es könnte großartig werden, wenn wir halt eher auf eine kürzere Übersetzung gehen. Und das machen wir jetzt auch, um da vielleicht nochmal was rauszuholen. Generell heißt es nicht nur, weil wir hier ganz oder mehr rechts sind, dass wir im ganz linken Bereich besser sind. Es kann auch wirklich genau an der Kante sein von diesem grünen Bereich, dass der Fahrer das am perfektesten findet. Das ist aber halt die Herausforderung. Es kann im gesamten grünen Bereich sein. Hier sind wir schon an der Ecke. Das heißt, es kann wirklich eher nur nach links Richtung kurze Übersetzung gehen. Aber ich sag mal so, auch beim Fahrverhalten wird es nicht komplett untersteuernd sein. Aber hier kann es sein beim Abtrieb, dass wir tatsächlich eher an die Ecke zu hoch gehen, als dass wir eher nach niedrig tendieren. Wir sind jetzt übrigens schon mal bei einer optimalen Balance von 91%. Eine Steigerung von 16% zum letzten Stint. Und das ist doch schon mal ganz toll. Wir werden jetzt nochmal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Qualifying-Erfahrung rausholen können. Mit zwei Runden werden dann hier mal vielleicht mit den harten Reifen fahren. Schauen wir mal, dass wir zumindest mit allen Reifen Erfahrung haben. Espinosa kommt jetzt rein. Und auch hier werden wir dann jetzt was anpassen. Wir haben hier auch schon sehr tolles Feedback. Hier sehen wir zum Beispiel, er ist genau zufrieden mit den Einstellungen. Wir könnten vielleicht hingehen und sagen, das Fahrverhalten einen Ticken durch den Sturz verändern. Aber dann wird natürlich auch die Geschwindigkeitsbalance geändert. Wir können es aber trotzdem erstmal so lassen und ihn gleich nochmal rausschicken, dass wir vielleicht sogar noch mehr Feedback bekommen. Und ihn lassen wir im Renntrim, um zeitgleich einmal Qualitrim und Renntrim Erfahrungen zu sammeln. Wir schicken ihn ebenfalls raus auf... wir schicken ihn auf Soften raus. Und los geht's. Es wird konfiguriert. Aber wir bleiben bei unserem schnellsten Fahrer. Es interessiert mich natürlich, hier haben wir ja am meisten Feedback. Der Fortschritt schon ein bisschen höher vom Konfigurationswissen in den letzten 5 Minuten quasi. Virtuellen 5 Minuten. Wir lassen die Strategie, also wir lassen ihn jetzt nicht schneller fahren als normal. Wir wollen ja schließlich den Durchschnittswert. Er sagt, die Geschwindigkeitsbalance fühlt sich besser an. Da haben wir ja dran geschraubt, ist schon mal sehr toll. Dennoch ist er gerade nicht schneller. Aber er fährt ja auch mit den harten Reifen, dürfen wir nicht vergessen. Wir sehen, dass das Wissen hier sich der Stufe 1 nähert. Wir sehen auch hier, dass wir Erfahrungen sammeln mit den weicheren. So, die letzten Sekunden. Er ist schon in der Box. Wir schauen mal, ob wir vielleicht noch irgendwas konfigurieren. Großartig ist die Erfahrung. Wir sehen das Fenster ganz gering nur noch. Und es ist natürlich jetzt schwer. Gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, wollen wir eher schauen, dass wir das Fahrverhalten hier noch einen Ticken vielleicht verbessern. Ich weiß es nicht. Ich würde es schon fast so lassen. Wir schicken ihn jetzt einfach nochmal einmal raus auf gebrauchten Reifen. Falls das überhaupt noch von der Zeit her passt. Ja doch. Dass er nochmal einfach ein paar Meter fahren kann. Beide haben auf jeden Fall ein Feedback von großartig.
Aber Espinosa nur auf der 19, Wechsler nur auf der nur auf der 11, da geht mehr. Mit Sicherheit. Ja, bei Espinosa muss noch Feintuning betrieben werden, beziehungsweise bei unserem zweiten Fahrzeug, was ja dann unser finnischer Fahrer bekommt. Und der Dieter, der ist zufrieden. So, wir sind beim Qualifying und wir können jetzt hier unser Wissen schon einfügen fürs Qualifying. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach Reifen weich, weil wir ja im Qualifying letztendlich mit den weichen Reifen fahren, und Qualifying Trim. Und das gleiche hier ebenfalls. Weiche Reifen und Qualifying Trim. Als Bonus werden hier noch diese Option. Aber unser Fahrzeug ist relativ haltbar. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Forschung, Entwicklung. Wenn man forscht und entwickelt, dann hat man zuerst, je nachdem, was man natürlich wieder für eine Crew hat, Teile, die schnell sind, aber auch schnell kaputt gehen. Und dann ist es wichtig, wenn man halt diese Teile einsetzt, wenn der Fahrer schnell sein soll, dass man dann sagt, okay, die halten aber ein bisschen länger, auch wenn sie eigentlich nicht ganz so lange halten. Wir gehen jetzt mal auf die Konfiguration und schauen, ob wir hier irgendwas ändern sollen. Wir haben vom Qualifying noch kein Feedback. Ich würde auch sagen, wir lassen das fast so. Wir kriegen hier auf jeden Fall, also wir haben kein Feedback, weil wir natürlich mit der aktuellen Konfiguration ihn noch nicht rausgeschickt haben. Ich hatte gehofft, dass er da eine Runde noch komplettiert, aber das war ja nicht der Fall. Hier haben wir zumindest Feedback und wir sehen, dass das Fahrverhalten, dass er damit nicht zufrieden ist. Das heißt, wir werden hier eher auf Untersteuern gehen und hier die Höchstgeschwindigkeit mehr oder weniger beibehalten. Ja, beim Abtrieb ist es natürlich jetzt so eine Sache. Gehen wir hoch oder gehen wir runter? Ich würde sagen, wir gehen eher vielleicht in die Richtung. Wir probieren es mal aus. Wir können danach ja immer noch in die andere Richtung gehen. Wir haben jetzt schon einen relativ schmalen Bereich, was ich ziemlich cool finde. Bei der Übersetzung gehen wir einen Tacken hoch, damit es wieder wie vorher bleibt. Wir sind ja auch nur bei der optimalen Balance von 89% für unseren, wie gesagt, Finnen. Ja, wir schicken ihn los mit, nicht die Software. Wir haben nicht mehr so viele Software. Mal schauen wir mal, dass wir damit jetzt vielleicht eine Runde setzen mit den angefahrenen Reifen. Wir haben noch nicht ganz so viele Reifen zur Verfügung. Schauen wir mal hier, welche Reifenwahl wir hier nehmen. Wir haben noch Softe. Und dann schauen wir mal. Die sind zwar schon angefahren, aber wir setzen damit erstmal eine Runde. Wir haben noch die Outlap, ganz klar. Da geht natürlich auch noch was drauf. Aber vielleicht gleicht sich das ja aus mit dem Bonus, den wir da haben. Wir schicken sie auf jeden Fall erstmal los. 41% können wirklich knapp werden. Wir können jetzt hier noch den Luftstrom optimieren, dass die Reifen sich ein bisschen besser erhitzen. Ja, er meckert schon rum, dass die Reifen zu kalt sind. Und wir sehen auch, dass die Strategie auf volle Pulle ist, ja, und das frisst einfach zu viel Reifen. Wir holen ihn jetzt gleich mal rein, glaube ich. Genau, er ist auf der Inlap. Und auch ihn holen wir rein. Beide holen wir rein, dass sie gleich noch eine Zeit setzen können. Siebter und Achter erstmal okay. Aber ich würde sagen, die Soften sparen wir uns fürs Rennen. Und werden jetzt auf Medium gehen. So, wir haben hier schon wieder natürlich jetzt Feedback bekommen. Ja, ich weiß halt auch hier, wie gesagt, nicht, in welche Richtung es geht. Wir lassen es erstmal so. Wir haben nicht viel Zeit. Wir schicken ihn jetzt raus auf den Medium-Reifen. Bei ihm hier ist alles großartig. Ich würde sagen, wir lassen das auch erstmal so und schicken ihn raus auf Medium.
So, und dann geht's los und dann werden beide jetzt wieder eine schnelle Zeit setzen. Und wir wissen es von vorhin. Wir werden den Luftstrom anpassen, dass wir gleich in einem guten Fenster sind. Ah, er überhitzt hier schon. Überhitzt hier auch schon. Aber zu kalt sind die Reifen nicht. Beide sind in Sektor 1. Ne, sind sie nicht. Ich dachte. Doch, Wechsler hat zwei persönlich schnellste Runden, Sektorenzeiten. Und Saarinen leider nicht. Da ist es grau. In Sektor 1 und 2. Und Wechsler ärgert sich über irgendwas. Ich weiß nicht über was. Und es wurde zensiert. Wahrscheinlich hat er gesagt, fuck off, Charlie. Oder so. Willy, fuck off. Also die Fahrer fluchen auch, wenn sie nicht an einem vorbeikommen. Das ist sehr cool. Sehen übrigens die Wettervorhersage. Ist okay, die Bodenhaftung wird besser. Wir haben noch 2 Minuten in dieser Session. Ich weiß nicht, ob das reicht, um hier noch irgendwas zu setzen. Wir haben auch nicht mehr viel Feedback. Tja. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und bevor ich irgendwas verschlechter, wie gesagt, lassen wir es so. Ich lasse ihn jetzt nochmal auf diesem Satz hier eine schnelle Runde fahren. Und hier werden wir, na, werden wir damit eine schnelle Runde fahren. Ja, komm, machen wir das einfach mal. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Das dürfte gerade noch sich so ausgehen. Wenn sie sich nicht gegenseitig behindern. So, wir versuchen natürlich jetzt hier selber die Reifen in guten Bereich zu kriegen. Oder überhitzt schon. Das ist gar nicht so einfach. Tja, das Qualifying ist beendet und leider sind wir nur auf den Plätzen 8 und 13. Bei einer Erwartungshaltung von Platz 2 wird das nicht einfach für uns. Ah, doch. Er hat sich nochmal verbessert, unser Herr Dieter Wechsler. Auf Platz 3, immerhin. Aber Mr. Saarinen, nicht wirklich. So, sie kommen jetzt in die Box rein. Und ja, für uns heißt das Vorbereiten aufs Rennen. Und natürlich, das Rennen gibt es gleich. Mr. Chapman hat sich die Pole Position geholt. Ja, wir sehen schon, es ist Lewis Hamilton. Und ja, wir sehen auch, dass es jetzt gleich mit dem Rennen losgeht. Und das seht ihr dann in der nächsten Episode von Let's Play Civ Motorsport Manager. Bis gleich, später, nachher. Schauen wir mal.